Genau, deswegen freue ich mich sehr auf diese Veranstaltung heute und möchte jetzt als allererstes Wirtamado Di Parma sprechen. Er ist 2002 aus Burkina Faso gekommen, und lebt eben jetzt seit 9 Jahren hier in dem Status der Duldung, genau. Und seit 2007 ist er Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Er ist ein Begründer des Arbeitskreises Panafrikanismus in München und Mitbegründer und auch stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland. Und er beschäftigt sich seit langem eben mit dem Erbe des ehemaligen Präsidenten auch von Burkina Faso und genau, und wird später dann jetzt gleich berichten. Zu meiner Linken ist Ikanga Claude Wilfried gekommen. Er studiert seit 2010 in Frankfurt Politikwissenschaften, kommt aus Kamerun und er hat auch ist Autor und Sprecher und hat ein Gedichtband, das Afrique et de Ver, veröffentlicht und hält eben Vorträge zu neokolonialen Verstrickungen und insbesondere auch zum Thema der zentral- und westafrikanischen Währung und afrikanischer Bildungssysteme. Vielen herzlichen Dank für euer Kommen und genau, ich würde dich jetzt bitten, mit dem ersten Vortrag anzufangen, der genau 30 Minuten dauern wird. Vielen Dank, Isabel. Na, danke nochmal für die Vorstellung, die Anführung. Ja, Entschuldigung von mir, dass mit der Präsentation ein bisschen Zeit genommen hat. Ich hatte meine Präsentation auf meinem Laptop, aber da gibt keine HDMI-Kabel, deswegen müssen wir das eine andere Lösung finden. Ja, mein Thema ist ja die antikolonialen Bewegungen in Afrika, also ein Rückblick und natürlich die aktuelle Lage. Es wird ein bisschen schwierig, ich versuche das ein bisschen kompakter zu machen, weil es hat eigentlich einen längeren Vortrag vorbereitet und aber jetzt etwa 25 bis halbe Stunde. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche das sozusagen zu kürzen. Ja. Ich habe versucht, das auf historischen Ebenen zum Beispiel anzugehen, also um zu wissen, warum solche Bewegungen zum Beispiel in Afrika gibt, muss man natürlich wissen, was für Situation haben wir als schwarze Menschen in unserem Kontinent. Und deswegen den historischen Aspekt. Und dann natürlich den aktuellen Aspekt der Bewegung. Genau, dann der erste ist, was ich gerade gemacht habe, die historischen Beweggründe der Bewegung. Das ist der Sklaverei und transatlantischen Sklavenhandel. Wenn man heute sieht, wie im Mittelmeer geworden ist. Also für uns als schwarze Menschen ist das Mittelmeer ein Friedhof. Für uns als schwarze Menschen. Aber das ist aber nicht erst jetzt wegen der Flüchtlingssituation, sondern das Mittelmeer war für uns schwarze Menschen schon immer oder schon seit dem 15. Jahrhundert schon ein Friedhof. Also während des transatlantischen Sklavenhandels die Millionen von Afrikanerinnen und Afrikanern, die verschleppt wurden und nach Europa und USA und die Insel gebracht wurden, nicht mal die Hälfte sind angekommen. Ja? Nicht mal die Hälfte kommen an und die meisten sind im Meer geblieben. Ja? Weil es war damals so, also wir haben ja noch nachgeforscht, um zu wissen, wie die Situation damals gewesen war. Es ist so, dass
jemand alleine, der schwach geworden ist, wurde sozusagen einfach im Meer reingeschmissen, weil es sozusagen unbrauchbar ist. Und da redet man nicht mehr zum Beispiel jemand, der krank ist. Da gibt es keine Doktor, die in den Schiffen mitgenommen wurden, um sozusagen, dass wenn jemand krank ist. Weil die sind ja nicht als Menschen gesehen. Ja? Und deswegen, also da hat man auch nicht die Notwendigkeit gehabt, sozusagen, wenn jemand gesundheitlich nicht gut geht, dass man ihn versorgt, sondern die Lösungen war damals alle im Meer ranzuschmeißen. Also in diesem Zeitpunkt war schon für uns schwarze Menschen, für uns Afrikanerinnen und Afrikaner, das Meer schon ein Friedhof. Und das ist eine Kontinuität sozusagen, die wir sozusagen nicht schweigen und können und wollen, die wir noch lauter sagen müssen, dass diese unbedingt zu Ende kommen muss. Ja, weil es ist eine Kontinuität. Ja. Deswegen habe ich diesen Aspekt der Sklaverei, Transatlantischen Sklavenhandel. Ich werde also, wie gesagt, versuchen, kurz zu halten. Genau, zweiter Punkt ist ja der Kolonialismus, die natürlich auch mit der Berliner Afrika-Konferenz auch verbunden ist, die 1884 von Otto von Bismarck ja, aufgerufen wurde und Afrika aufgeteilt ja, unter europäischen Mächte. Es war keine einzige Afrikanerin oder Afrikaner auf diesem Tisch. Und Afrika wieder wie Kuchen einfach geteilt. Und deswegen ist ja auch die aktuellen Spannungen in unterschiedlichen ja, Länder in Afrika, weil man hat sozusagen Völker zerrissen, ja, die eigentlich zusammengehören. Und der Neokolonialismus und, oder ich nenne das einfach Neukolonialismus, und, oder wenn man über die Globalisierung zum Beispiel spricht, es ist nichts anderes als sozusagen ein Neukolonialismus. Das ist das Gleiche. Was für Globalisierung reden wir, wenn ja, nur sozusagen im Westen hier zum Beispiel davon profitieren und dass Menschen zum Beispiel auf den Ländern wie bei uns nicht davon profitieren. Dass Güter zum Beispiel mehr Freiheit haben, zum Beispiel als wir Menschen, ja, in Afrika. Warum ist das Friedhof, also das Meer Friedhof für uns geworden? Ja? Sie wissen ganz genau, dass hier zum Beispiel hier in Deutschland, wenn Sie irgendein Studium oder was weiß ich, in Burkina Faso oder in Togo oder Ghana, das geht ja ganz einfach. Ja? Das geht ganz einfach. Man kriegt sogar Förderung und so weiter und so fort. Ja? Und zum Gegenteil, bei uns, das sind Menschen, die auch diese Chancen auch nutzen wollen, weil wir angeblich sozusagen in einer globalisierten Welt leben, die auch anderswo, außerhalb ihren Länder, außerhalb ihrem Kontinent, auch ihre Chance ja, suchen wollen. Und was für Möglichkeiten haben die? Die können kein Visum kriegen, die können alles machen, was sie wollen. Die Botschaften in unseren Ländern sind sogar Geschäfte für die europäischen Länder. Das sind Geschäfte. Wie viel Gelder die pro Monat sozusagen in Afrika machen, in jedes Land in Afrika machen, nur wegen dieser Visum. Das ist ein Business für die europäische Regierung. Das sind sozusagen die wenigsten, was die Armen dort noch haben, nimmt man das weg, indem man versucht sozusagen, irgendein Papier darzustellen, doch es gibt eine Möglichkeit, Visum zu bekommen, da müsst ihr das und das und das machen und so viel bezahlen. Da machen die Menschen und was die kriegen, das ist Ablöhnung. Das Geld wird nicht zurückgegeben. Abzockerei ist das. Ja.
Das kann man nicht anders bezeichnen. Ja. Und was bleibt die als Möglichkeit? Ja. Es bleibt die nur gefährlichen Wege zum Beispiel zu nehmen. Und reden wir über sozusagen Fluchursachebekämpfung. Das kann ich das nicht mehr in die, also nicht mehr anhören. Ja. Die versuchen ja sogar jetzt, man braucht die Situation von den Geflüchteten in Libyen anschauen, wie es ist, wie traurig das ist. Ja. Frauen, Männer und Kinder, die, also ihre Situation ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich. Das ist wirklich wie die damaligen Konzentrationslager. Wie die damaligen Konzentrationslager. Ja. Und was haben die getan, in dieser Situation zum Beispiel zu erleben? Ja. Oh, ich versuche ein bisschen schneller zu gehen. Genau. Deswegen gibt es ja die Bewegung wie der Panafrikanismus. Panafrikanismus ist eine Bewegung, die sonst in den 17. Jahrhundert gegründet wurde von intellektuellen Frauen und Männern auf der afrikanischen Diaspora. Also der Panafrikanismus ist nicht im afrikanischen Boden zustande, sondern ist außerhalb Afrika zustande gekommen. Das war damals sozusagen als eine Bewegung für die Befreiung von schwarzen Menschen vom Versklaven, also von Sklaverei. Und der Panafrikanismus ist aber eine Bewegung, die sich sozusagen nachhinein bzw. Von Zeit zu Zeit angesichts der Situation von schwarzen Menschen sich umgewandelt hat. Also zum Beispiel vom Kampf gegen Sklaverei, um Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung, um Kampf für die Befreiung der Länder in Afrika, also die Unabhängigkeitsbewegung in Afrika. Und natürlich auch einen Solidaritätskampf mit allen Völkern, die sich auch im Kampf sich befinden, die in Unterdruck sind. Ja. Der Panafrikanismus hat sich immer sozusagen solidarisch weltweit sich engagiert. Es war auf dem afrikanischen Kontinent, ist ja erst Ende der 50er Jahre, dass die Bewegung im Kontinent gekommen ist. Damals mit Kwame Nkrumah von Ghana, deswegen Ghana an der ersten Land sozusagen in Afrika oder in Westafrika die Unabhängigkeit gewonnen hat. Ja, das war den Ansatz sozusagen von Kwame Nkrumah damals. In dieser Situation gab es auch unterschiedliche Bewegungen innerhalb der Panafrikanismus. So wie zum Beispiel die Negritude-Bewegung. Das ist auch von intellektuellen Afrikanerinnen und Afrikanern auch in den Diaspora, auch im Kontinent, die versucht haben, sozusagen diese negativen Darstellung von schwarzen Menschen zu positivieren. Natürlich sind wir als jetzige Generation nicht für so eine Bewegung, dass man zum Beispiel diese negativen Wörter, diese rassistischen Bezeichnungen schwarzer Menschen zum Beispiel zu reproduzieren. Ja. Also wir als jetzige Generation lehnen natürlich so einen Begriff wie Negritude ab, weil also das kommt ja von dem N-Wort. Ja. Also wir von der jetzigen Generation, wir sagen nicht mal das Wort, ja, um das nicht mehr zu reproduzieren. Ja. Aber wir erkennen aber auch, dass in seiner Zeit war auch wichtig, dass so eine Bewegung gegeben wurde. Die haben natürlich bestimmte positiven Ergebnisse auch gehabt. Ja. Aber natürlich heutzutage ist das nicht mehr zeitgemäß. Die Unabhängigkeitsbewegung, um Slam zu gehen, habe ich kurz erwähnt.
Es war, wie gesagt, Ende der 50er bis in die 60er. Die 60er Jahre wurden die meisten Länder dadurch, ja, die meisten Länder in Afrika unabhängig. Aber was bedeutet unabhängig zu sein? Sind die wirklich unabhängig? Das ist ja die Frage. Natürlich ist Kolonialismus noch nicht vorbei. Kolonialismus ist noch da. Ja? Und viele Beispiele belegen es. Es kommt auch zum Schluss, die Bewegung zum Beispiel gegen die Franzefa, die Kolonialwährung. 13 Länder nutzen immer noch diese Währung. Ja? Oder die Sprachen. Ja? Ein Land wie Burkina Faso hat über 60 Sprachen. Ja? Aber wieso ist in unseren Schulen nur Französisch, also gesamten Grundschule, in meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, konnte nur auf Französisch, in der gesamten Grundschule. Das ist meine Muttersprache. Ja? Und nur ab Gymnasium kommt Englisch noch dazu. Also mittlerweile, wir sind gerade dabei, auch das zu ändern. Also Druck auf die Regierungen, dass diese geändert wurde, geändert wird. Genau. Und einer der wichtigen Punkte ist ja auch auf die wissenschaftliche Ebene der Bewegung. Die wissenschaftliche Ebene der Bewegung, die hat auch eine große Rolle gespielt. Warum erwähne ich diesen Aspekt? Weil die Geschichte Afrika wurde verfälscht. Die Geschichte Afrika wurde verfälscht. Darum wird die jetzige Generation bei dem Panafrikanismus fördern wir bzw. setzen wir, dass wir unsere eigene Geschichte wieder neu schreiben, um diese verfälschte Geschichte Afrikas, unserem Kontinent zum Beispiel, zu korrigieren. Und einer der wichtigen Punkte, oder Persönlichkeit, die dafür auch angesetzt hat, ist Cheikh Anta Diop. Ja, unten. Ein ganz kurzer Film über Cheikh Anta Diop. Est une théorie qui voulait absolument établir la hiérarchisation des races, qui voulait démontrer qu'il existe des races inférieures et des races supérieures. This polycentric theory is, to that theory, it is essential, or it makes the effort to establish a hierarchy of races, that, and to indicate that some races are inferior to others. Laurent Houtan, avec les deux canines. Regardez les deux canines, c'est une mâchoire de singe. You can see that his mandible, I think it's called, yes, is that of a monkey. Yes. And his canines, yes, are that of a monkey. C'est en 1900, et justement, cet homme, ce spécimen, qui est un fou, avait donné naissance, dans le domaine de l'anthropologie physique, à la théorie des pré-sapiens. C'était pour démontrer que l'homo sapiens est né en Angleterre. From this fabrication grew a theory called the pre-sapiens theory, which was manufactured to establish that this man was the predecessor of modern man. Yeah, et que donc l'homme est né en Europe. And that, in fact, man had his origins or was born in Europe. Et particulièrement en Angleterre. And especially in England. Et vous avez ici des défenseurs, je ne sais pas si je peux les citer, mais il y a des anthropologues américains qui ont épousé cette thèse-là et nous savons aujourd'hui qu'elle est fausse. And there are American anthropologists who took this theory as their own and defended it, and we know today that it is false.
Et vous voyez, pendant près de 50 ans, le mal était déjà fait parce que la communauté scientifique était divisée en deux courants. Un courant défendant la théorie monogénétique et un courant défendant la théorie polygénétique appuyé spécialement sur ce spécimen. But the bad had already been done. For 15 years, this was the theory that created the clash between the polycentric and the monocentric theories. Donc, regardez, ces reproductions sont assez significatives à ce point de vue. So this is fairly significant from this point of view. Or, cette image, c'est la première fois depuis que Lepsius, c'est un relevé d'un savant allemand qui s'appelle Lepsius. Mm-hmm. This was discovered by a German scientist who is called Lepsius. Et vous ne l'avez jamais vu reproduit dans un autre ouvrage avant cette projection. And before this, you have not seen this reproduced in any other form or any other work. Vous voyez donc, c'est de cette manière que la science, n'est-ce pas, s'est écartée petit à petit de la réalité et de la vérité historique en ce qui concerne l'Égypte. And so you can see how history departed little by little from the reality. Es dauert noch ein paar, ja, eine Minute etwa, aber um schnell zu gehen, kann man das so stoppen. Also wie gesagt, es war auch ein wichtiger Aspekt, beziehungsweise für uns ein wichtiges Aspekt, diese wissenschaftliche Ebene auch, die Geschichte Afrika zu korrigieren, weil man sagt, um zu wissen, wo du hingehst, du musst wissen, wo du herkommst. Ja. Und es war ja auch so, also kurz zusammengefasst, vor 1974, da gab keine einheitlichen Lehrformat sozusagen von Ägyptologie. Vor 1974 gab es kein einheitliches. Es gab unterschiedliche Thesen, ja, von Ägyptologie. Erst 1974, als die UNESCO das Weltkonferenz zur Ägyptologie aufgerufen hat, wo alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf ganzen Welt ihren Thesen verteidigen konnten. Erst dann wurde sozusagen das Ägyptologie einheitlich, die wir jetzt heute haben. Und da bei diesem Konferenz Afrika wurde vertreten von Cheikh Anta Diop und seinem Student damals Théophile Obenga aus Kongo, die wir auch beim Kongress letzten Panafrikanismus-Kongress zu Gast gehabt haben. Und das waren nur die zwei, die den gesamten Kontinent vertreten hat, und das war ihren Thesen auch, die gewonnen hat. Deswegen haben wir, also da, als Resultat hat das UNESCO die Redaktion sozusagen des jetzigen Formats, die wir haben, an Cheikh Anta Diop übergeben. Aber auch, wie viele Studenten wissen davon hier in Essen? Wie viele Studenten wissen, dass das ist ein afrikanischer Wissenschaftler, die sozusagen die jetzige Ägyptologie, die im ganzen Westen hier beliebt, in die Unis sind, dass das eigentlich afrikanische Werke ist, ja, von afrikanischen Professoren. Das ist mir wichtig, zum Beispiel, das anzusprechen, deswegen dieser wissenschaftlichen Aspekt. Nächste. Nur 5 Minuten? Oh je. Okay, na gut. Ja, dann, das sind die Widerstandskämpferinnen und Kämpfer, also unter anderem, also in jedes Land, da will ich nur ein Beispiel geben, dass in jedes Land in Afrika gab es eine große Bewegung, einen Widerstand gegen die Situation. Weiter. Und Thomas Sankara hatte ich als Beispiel, als einer der letzten Widerstand in die 80er Jahre, als Beispiel. Aber ne, lass mal das, weil 5 Minuten, das schaffe ich nicht mehr viel. Nächste. Und die aktuellen Bewegungen, am Beispiel von Burkina Faso. Ist auch ein bisschen
Ja. Wie gesagt, wir können ja auch danach bei der Diskussion inhaltlich ansteigen, aber trotzdem fände ich wichtig, dass wir diesen Videokurs anschauen. Zu den Demonstrationen aufgerufen hat die Opposition. Was über fast drei Jahrzehnte undenkbar schien, passiert endlich. Das Volk fordert offen den Sturz Campaores. Besonders junge Leute sind es, die die Konfrontation mit dem Regime wagen. Eine weitere Amtszeit des verhassten Diktators wollen sie nicht zulassen. Das Land der Aufrechten erlebt ein lange Zeit nicht mehr gekanntes Gefühl der Einigkeit und Solidarität. Wir hatten einen Kommandanten, der immer unsichtbar bei uns war, und das war Thomas Sankara. Um die Macht zu übernehmen, hat Blaise Compaoré Thomas Sankara umgebracht. Aber er übernahm nur die physische Macht, die Herzen der Menschen gewann er nie. Sankara hat die jungen Menschen inspiriert, Vertrauen in sich selbst haben, träumen für Afrika und sich für den eigenen Kontinent engagieren. Das waren die Ideen, die die Leute geprägt haben. Compaoré hat sich inzwischen ins Nachbarland Elfenbeinküste abgesetzt, mit Hilfe der französischen Armee. Was sich in Burkina Faso verändert hat, ist das klare Bewusstsein, dass die Macht beim Volk liegt. Die Tatsache, dass wir einen einst mächtigen Präsidenten vertreiben können, beweist, dass wir heute selbst die Fähigkeit haben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unsere Politik auf allen Ebenen zu erneuern. Genau, und das ist die Revolution, die wir Oktober 2014 gehabt haben. Wir haben innerhalb von drei Tagen eine 27 Jahre Diktatur beendet. Und zwar in einer Form gewaltlos. Was meine ich mit gewaltlos? Es gab natürlich einige Tote, aber zum Vergleich mit solche Ereignis weltweit kann man das so sagen, dass das eine einmalige Geschichte auch ist. Und ich bin 100% sicher, dass was in Burkina Faso passiert ist, wenn dieses in einem europäischen Land oder im Westen, also rede lieber über Norden anstatt Westen, im Norden passiert ist, wäre das als eine große Sache, die in die Gesicht und Schulbücher und alles Mögliche herankommen. Aber diese ist halt in Afrika passiert, ist halt in einem Land in Afrika passiert. Ja? Also eigentlich hätte jeder das wissen sollen, hätte jede Schule zum Beispiel, wie in Burkina Faso passiert, sozusagen thematisiert. Ja? Aber wir haben nicht mal das, ich denke, im ZDF oder ARD vielleicht eine Ausblendung von ein paar Sekunden. Und das war's. Ja? Also es ist auch, man versucht immerhin uns weiterhin festzuhalten als Menschen, die kein positives Beispiel geben kann. Die nicht was wissenschaftlich oder fast einfach was Positives zeigen können. Sondern man muss uns beibringen, wo es lang gehen soll. Ja? Also es gibt noch sehr viel zu sagen, aber man sagt es um und ich werde es respektieren. Und bei der Diskussion können wir inhaltlich ansteigen. Vielen Dank.
vielen herzlichen Dank. Ich will nur kurz noch anmerken, dass jetzt auch drüben auf der Empore nachher noch eine Ausstellung zu Burkina Faso zu sehen ist, für alle, die das noch weiter interessiert. Jetzt kommt der nächste Beitrag und ich werde dazu noch den Tisch jetzt kurz wegräumen. Oder alles Info auch, also am Tag, um 4 Uhr war das nicht mehr, müsst ihr das Programm schauen. Es gibt einen Film über die Revolution in Burkina Faso und nach dem Film bin ich mit dem Filmemacher für das Publikum zur Verfügung. So, hallo, ich bin jetzt dran. Ich habe leider keine so tolle Präsentation vorbereitet wie mein Vorredner. Und sein Vortrag war so gut, dass es mir schwer fällt, also es ist schon schwer, nach so einer tollen Darstellung irgendwas hinzuzufügen. Also ich habe viel gelernt, ich bin zwar auch Afrikaner, aber ich habe vieles von dem gelernt, was er alles gesagt hat. Und ja, das gibt mir eben weiterzukommen, das vertieft meine Kenntnisse in dem Bereich und insofern freue ich mich auch, neben ihm auch was sagen zu dürfen. Zu Anfang möchte ich mal sagen, dass als ich vor 6 Jahren als Kameruner nach Deutschland kam, war ich in dem Zustand, wo ich mich fragte, Europa ist jetzt ein Wirtschaftskoloss, sozusagen ein Wirtschaftskoloss, eine Wirtschaftsmacht zusammengenommen und auch einzelne Länder wie Deutschland zum Beispiel sind schon auf Weltebene sehr haben sich etabliert als starke Industrienation. Und es ist gut, dass ich als Afrikaner das Land jetzt verlasse und von den Deutschen lerne, von den Großmächten allgemein lerne, dass ich ja eben Lösungsansätze finden für Afrika, damit Afrika auch irgendwie einigermaßen den Entwicklungszustand der Europäer erreicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, werde ich auch sagen, dass meine Einstellung sich nach 6 Jahren ich werde nicht sagen verändert, aber schon verschoben hat. Es ist nicht mehr der Rahmen, in dem ich in Anführungszeichen gefangen war vor 7 Jahren. Und das möchte ich illustrieren, indem ich auch das an das anknüpfe, was er gesagt hat, als er zum Beispiel redete vom Sklavenhandel. Das ist eine Terminologie, es ist einfach eine Klammer, die ich öffne. Das ist eine Terminologie, die nicht von denen ausgewählt wurde, die die Nachfahren von diesen Sklaven sind, sondern eher von denen, die diese Sklaverei betrieben haben. Weil laut meines Erachtens, und das ist auch die Meinung des Cheikh Anta Diop, der gerade präsentiert wurde, wie ich das sehe, gab es keinen Sklavenhandel. Es war kein Handel. Ein Handel beinhaltet ein Gleichgewicht der Kräfte. Das heißt, wir besprechen irgendwas auf Augenhöhe, ich brauche dies, du brauchst jenes, und es geschieht, es passiert ein Tausch. Bei der Sklaverei war es so, dass einer der Partner mit Waffen hergekommen ist. Das heißt, du hattest keine Wahl. Lieferst du ihm keine Sklaven, eignet er sich das mit Gewalt an. Das heißt, das ist der Begriff, den die Historiker, die afrikanischen Historiker, die Panafrikanisten quasi heutzutage benutzen, ist eigentlich Sklaven-Razzia. Es waren Razzien, das heißt, man kommt in ein Dorf und man kommt in ein Dorf anders als in Filmen, wo man ein Franzose oder ein Franzose, ein Portugiese präsentiert, der sagt, ich hätte gerne 300, 600, 400 Sklaven und du kriegst dafür etwas Salz. Das ist nicht nur eine Beleidigung für die Intelligenz der Afrikaner und für ihr Sozialleben, sondern das bringt uns dazu zu akzeptieren, dass meine Mutter in der Lage, vor 400 Jahren, dass meine Mutter in der Lage war, mich einfach so herzugeben gegen etwas Salz. Nicht mal heute würde meine Mutter das machen, deswegen verstehe ich auch nicht, wie sie das vor 400 Jahren hätte machen können, wo wir noch nicht so kolonisiert wurden, wo wir Europa noch nicht als Maßstab hatten, unter anderem. Dann gibt es den zweiten Begriff, also das ist die letzte Anknüpfung, Panafrikanismus. Das hat er hervorragend präsentiert. Ich möchte nochmal mich daran anschließen und sagen, Panafrikanismus ist viel mehr als eine Bewegung.
Es ist ein Geisteszustand, eine Einstellung. Panafrikanismus bedeutet, die Grenzen wurden nicht von uns bestimmt. Deswegen wurde gerade auf die Berliner Konferenz angesprochen, von November 84 bis Februar 1885, wo der deutsche Reichskanzler 13, 14 Mächte um sich versammelt hat und Afrika wie ein Kuchen so aufgeteilt hat. Frankreich kriegt dies, du kriegst jenes, Deutschland kriegt diesen Bereich und so weiter und so fort. Das Gleiche geschieht in einem anderen Kontext jetzt bei der Flüchtlingskrise, wo wir sehen, dass die Europäer meistens im Europaparlament über das Schicksal der Migranten diskutieren, ohne die Beteiligung der Afrikaner. Und selbst dann, wenn die Afrikaner da sind, dann sind sie einfach nur, ja, sagen wir, Darsteller quasi. Also es ist nicht so, ihre Meinung, man hört sich ihre Meinung an, aber berücksichtigt wird sie nicht. Und schon mal gar nicht, wenn sie im Widerspruch zu den Interessen dieser Mächte steht. Ja, jetzt kann ich endlich mal anfangen, nach 6, 8 Minuten. Mach nicht, ich werde versuchen, dann den Rest in 20 Minuten vorzutragen. Es geht eben um die Aktualität antikolonialer Begrifflichkeiten oder Konzepte, Entwicklungskonzepte. Also das ist das Thema. Das Thema habe ich nicht ausgewählt. Das Thema, also wir haben das einfach bekommen. Aber das eben in dem Rahmen des Ganzen ist, dass wir, womit wir uns auseinandersetzen, sowohl ich als auch mein Partner aus Burkina Faso. Und eben wollte ich sagen, Panafrikanismus beinhaltet, dass ich aus Kamerun keinen Unterschied sehe zwischen einem anderen Kameruner und einem anderen aus Burkina Faso. Deswegen habe ich mich mindestens genauso viel wie er für die Sache des Thomas Sankara interessiert. Das ist richtig, weil es gibt den Spruch, divide et impera, teile und herrsche. Die Franzosen sagen, divisé pour mieux régner. Wenn ihr so zerrissen seid, ist es leichter, dass einer kommt, sich in die Mitte stellt und sagt, und hetzt, also die beiden Parteien gegeneinander aufhetzt. Das ist viel leichter. In der Einigkeit liegt die Stärke oder gemeinsam sind wir stark. Wenn wir das als Afrikaner verstehen, dann sind wir nicht nur Kamerun, das winzige Kamerun, 470.000 Quadratkilometer, sonst sind wir Afrika zusammen mit Burkina Faso, mit Algerien, Libyen, mit der Elfenbeinküste und so weiter, dann sind wir 30 Millionen Quadratkilometer. Das ist, wenn wir nur die Europäische Union betrachten, 4 Millionen Quadratkilometer, dann sind wir mehr als 7, 8 Mal so groß wie Europa. Das ist eben wichtig. Und jetzt zu Anfang, diese antikolonialen Begrifflichkeiten, das ist insofern wichtig, als ich das bekommen habe, habe ich mir gedacht, das ist sehr gut, dass das Beispiel von Franz Fanon eingeführt wurde, weil das steht auf der kleinen schriftlichen Darstellung dessen, was wir heute vorzutragen haben. Franz Fanon, das war auch ein Mitbegründer der, sagen wir, der afrikanischen, also ich will nicht auf die offiziellen Bezeichnungen der Begriffe eingehen. Ich sage einfach, das war ein Afrikaner, der Nachfahre eines Sklaven, also er kommt aus den Martinique-Inseln, aus den französischen Überseeinseln. Er wurde 1925 geboren und starb dann im Dezember 61. Er schrieb zwei Bücher, Peau Noire, Masque Blanc, 1952 war das. Er macht eine kleine Darstellung eines Afrikaners, der als Afrikaner aussieht, aber sich wie ein Europäer benimmt quasi, oder sich also seine Identität verloren hat und sich identifiziert nur mit der Identität desjenigen, der ihn eigentlich unterdrückt hat in der Sklaverei, in der Kolonialzeit und so weiter und so fort. Er schrieb auch nach seinem Tod ein anderes Buch, also das Buch wurde posthum veröffentlicht, 1962 war das, Les Damnés de la Terre, das heißt so gut wie Afrika der Verdammten der Erde. Und eben in diesem Buch sagt er, und das ist, worum es bei unserem Thema geht, jede Generation muss ihre Mission entdecken, sie erfüllen oder sie verraten. Wir Afrikaner als junge Generation haben eben diese Aufgabe. Wollen wir uns entwickeln im Sinne der Europäer oder stellen wir endlich fest, dass Afrika Afrika bleiben muss, um sich zu entwickeln? Wir haben diese Mission, die steht da
unsere Aufgabe, also es kommt uns die Aufgabe zu, jetzt eben zu erkennen, dass wir eine afrikanische Perspektive finden sollen, um uns nach vorne zu bewegen oder einfach uns verlieren, weil wir die anderen imitieren wollen. Und deswegen, ich gehe mal kurz auf einzelne Punkte an, bei den globalen Themen wie Erziehung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Umwelt und so weiter. Fangen wir einfach zum Beispiel mit der Erziehung. Wir haben, weil die Frage war, was sind die Modelle, die die Afrikaner sich jetzt aussuchen müssen oder auf die sie zurückgreifen müssen, um eben einen eigenen Entwicklungspfad einzuschlagen. Der erste wäre im Bereich der Erziehung zum Beispiel, sagt man uns immer, dass die Menschenrechtserklärung aus Frankreich 1789 stammt. Das Problem ist, wenn wir auf die afrikanische Geschichte zurückgreifen, dann stoßen wir auf Sundiata Keita. Das war der erste König des Königreichs Mali, eines der größten Königreiche der Weltgeschichte. Also fing an der Atlantikküste an und reichte bis tief ins Zentrum des Kontinents. Und Sundiata Keita schrieb einige Paragraphe im Jahr 1222, das war wirklich im 13. Jahrhundert, wo er genau das sagt, was in der Menschenrechtserklärung der Franzosen steht. Alle Menschen sind gleich, du sollst nicht töten und so weiter und so fort, wo er auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde eingeht. Also als Afrikaner muss ich, um dieses Bewusstsein zurückzufinden, muss ich erstmal wissen, dass wir eigentlich an der Quelle der Menschenrechtserklärung sitzen und nicht andere, die das ein Jahrhundert, mehr als zwei, drei Jahrhunderte später festgestellt haben. Das ist schon der Anfang, wo ich sagen werde, der andere ist nicht mein Maßstab, eigentlich hat er von mir abgeschaut. Und wir haben einen formellen Beweis dabei, 1791, also drei Jahre nach der Menschenrechtserklärung der Franzosen, schrieb eine Frau, Olympe de Gouges hieß es, weil sie festgestellt hatte, dass die Frauen bei dieser Menschenrechtserklärung nicht berücksichtigt wurden. Weil Menschen im Französischen heißt les hommes, das steht sowohl für Menschen als auch für Männer. Deswegen sagt man immer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Das ist homme mit großem H. Und dann stellte sie eben fest, die Frau wird nicht berücksichtigt und schrieb dann die Frauenrechte, also sagen wir die Erklärung der Frauenrechte und der Bürgerin, Déclaration universelle de la femme et de la citoyenne. Das Problem ist, schaut man auf Afrika zurück, haben wir eine Königin, also eigentlich viele. Ich beziehe mich nur auf eine, auf die man zurückgreifen kann, weil kein Zweifel an ihrer Existenz besteht. Das ist eine historische Überlieferung, das ist ein Fakt. Sie starb 1663 im Alter von 85 Jahren aus dem Königreich Angola. Sie hieß Angola Njinga. Die Portugiesen tauften sie dann auf den Namen Anna de Souza, so hieß sie. Das heißt, wenn wir das so betrachten, sehen wir, dass die afrikanischen Königinnen hatten, als die Franzosen noch nicht mal verstanden, warum Frauen und Männer auf gleicher Ebene gestellt werden sollten. Deswegen ist es für mich wichtig, als Afrikaner zu wissen, dass es so war, damit auch die Erziehung, das Erziehungssystem so angepasst wird, damit der Afrikaner weiß, von Geburt an, wir sind. Es ist kein Spruch, es ist kein Slogan, wir sind es, es ist ein Fakt, die Wiege der Zivilisation. Das ist kein Zufall, wenn man Afrika als die Wiege eben der Zivilisation betrachtet, weil wenn jemand mir sagt, okay, das ist erst 400 Jahre her, vielleicht hatten die Europäer oder der Rest der Welt schon solche Modelle früher, dann sage ich ihm, naja, greifen die auf das antike Ägypten zurück oder sowas, auf das Imperium des Nubien. Ich weiß nicht genau, was die Bezeichnung im Deutschen ist. Die meisten Quellen, was Afrika angeht, liegen leider nicht auf Deutsch im Deutschen vor. Das ist einfach nur ein Blickwinkel. Nehmen wir zum Beispiel die Wirtschaft. Ich habe festgestellt hier, dass die Diskussion mit den Europäern nicht darin besteht, dass die Europäer den Afrikanern helfen, wo sie helfen können. Was wir feststellen, ist einfach eine Übernahme der Verantwortung durch die Europäer oder die Amerikaner, sagen wir, durch die Großmächte, wo anstelle der Afrikaner bestimmt wird, was gut für sie
für sie ist oder nicht. Nehmen wir die Freihandelsabkommen. Man sieht, dass die Deutschen zum Beispiel und die Franzosen, das ist hier eine enge Partnerschaft, sich mit den USA streiten, wo sie sagen, wir wollen diese Freihandelsabkommen nicht in der Form, wie sie grad, in der sie gerade vorliegen. Das Problem ist, ich komme aus Kamerun und am 6. August 2016 hat Kamerun auf Druck von Brüssel eben diese Freihandelsabkommen unterzeichnet mit der EU. Und Kamerun ist ja an der Atlantikküste, also der Süden, hat eine Atlantikküste. Das ist das Eingangstor in das Innere des Zentralafrika, der zentralafrikanischen Region. Das heißt, der Umstand, dass Kamerun die Verträge unterschrieben hat, heißt, dass auch Tschad, Kongo, Gabun, Äquatorial-Guinea, die Zentralafrikanische Republik, dass eben diese Länder auch diese Verträge unterzeichnet haben. Weil durch Kamerun kommt eben die Ware und dringt in das Land hinein. Kamerun versorgt die anderen Länder eben mit den Produkten. Ich kann nicht gleichzeitig von den Afrikanern verlangen, dass sie eine unabhängige Industrie entwickeln, wenn ich gleichzeitig dafür sorge, dass das nicht passiert. Weil unter keinen Umständen wird es ein Kleinbauer schaffen, mit einem großen Konzern aus Europa mitzuhalten, der sich erlauben kann, das gleiche Produkt 10 bis 20 Mal günstiger zu verkaufen als das des lokalen Herstellers. Deswegen ist es gut, dass die Afrikaner auch in diesem Bereich sehen, wir sind die Einzigen, die wissen, was wir brauchen und in diesem Sinne müssen wir auch handeln. Wir kommen von der Wirtschaft zur Landwirtschaft, wo wir, also er kommt aus Burkina Faso, sein Nachbarland Elfenbeinküste produziert viel Kakao. Das Problem ist, viele von Ihnen oder von euch waren schon mal in Afrika und wenn euch was aufgefallen ist, dann ist das der Umstand, dass die Afrikaner so gut wie nie mit Kaffee oder Tee frühstücken. Das gehört nicht zu unseren Essgewohnheiten. Aber wir haben die größten Kakaoproduzenten der Erde, die Elfenbeinküste, und wir importieren im Gegenzug Reis, sogar Fisch. Also es gibt eine Atlantikküste in der Elfenbeinküste, aber 2015 hat die Côte d'Ivoire eben für mehr als 700 Millionen Euro Fisch importiert. Das heißt, ich produziere, was ich nicht verbrauche, und ich importiere das, was ich eigentlich für den Eigenbedarf brauche. Eine sinnvolle Entwicklung würde darin bestehen, eben das zu produzieren, was ich brauche, um von den anderen nicht mehr abzuhängen. Weil der andere, deswegen das Wort Embargo, der andere kann sagen, okay, du musst diese Entscheidung für mich durchsetzen, sonst kriegst du eben deinen Reis nicht und die Menschen verhungern. Deswegen heißt es immer, unsere Machthaber stehen unter Druck. Manche Beschlüsse müssen sie einfach fassen, weil sie keine Wahl haben. Weil wir keine eigene Industrie, keine eigene lokale afrikanische einheimische Wirtschaft entwickelt haben, sodass wir von den anderen nach wie vor abhängen und ihnen an die Lippen hängen, quasi, wo wir einfach das umsetzen, was sie wollen. Das ist ein Aspekt. Es gibt noch zwei oder drei weitere Aspekte, auf die ich eingehen möchte. Das Ganze kann man natürlich noch im Rahmen der Diskussion vertiefen. Im Bereich Sicherheit. Die Afrikaner haben es gibt viele Kriege in Afrika, aber keiner hat sich jemals die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Menschen über Jahrzehnte hinweg Kriege führen, aber nicht genügend Geld haben, um ein Stück Brot zu kaufen. Man sagt zum Beispiel, im Sudan herrscht Hungersnot und Krieg. Beide Wörter haben nichts im eigenen Satz zu tun. Wie kann es sein, dass genügend Geld, dass genügend Mittel vorliegen, um Waffen zu kaufen, die eigentlich teurer kosten als ein Stück Brot? Wie kann man über Jahrzehnte hinweg Kriege führen, aber über Jahrzehnte hinweg an Hungersnot leiden? Das Problem ist eben anderswo. Die Afrikaner haben eben viele Kriege, aber so gut wie keines dieser Länder stellt Waffen her. Bei Waffen ist es wie bei Wasser oder bei Alkohol oder bei Bier, bei Saft. Wenn ich irgendwas produziere, dann brauche ich Kunden. Wenn keine Kunden kommen, dann brauche ich Ansätze, Reize, Anreize, um diese Kunden eben anzulocken. Ich muss sie dazu bringen, diese Ware zu kaufen, die ich verkaufe. Das Gleiche geschieht mit Waffen. Das ist der einzige Industriebereich, der nur Aufschwung kennt, keine Rezession. Solange es Kriege gibt, wird es den Waffenverkäufern und Herstellern gut gehen.
Das heißt, man muss sich eher die Frage stellen, wer verdient tatsächlich an den Kriegen in Afrika? Wer stellt die Waffen her? Wer sorgt dafür, dass die Geschichte Afrikas so eine Spirale ist, die nie endet, damit Kriege weiterhin bestehen oder damit Waffen weiterhin zirkulieren können gegen Rohstoffe und alles, was die Großmächte brauchen, eben um den Entwicklungsstand aufrechtzuerhalten? Das ist das, was ich meinte, als ich sagte, dass der Rahmen, in dem ich mich jetzt bewege, nicht mehr derselbe ist wie vor 6 Jahren. Dieser Gedanke besteht immer, wir brauchen die anderen, die Lösungsansätze von den anderen, um uns nach vorne zu bewegen, um uns zu entwickeln, aber nicht mehr in dem Sinne, wo wir nichts in Frage stellen, weil die Welt, ich möchte nicht sagen, dass die Welt aus einer Lüge besteht, aber die Welt besteht aus einer Menge Fragwürdigen. So würde ich das formulieren. Angela Merkel wurde neulich gewählt. Ich kann mich noch erinnern, wie sie 2013 sagte, nach der Wiederwahl, wir werden dafür sorgen, dass die Waffenausfuhren im nächsten Jahr um die Hälfte zurückgehen. Das Problem ist, von Januar bis Juni 2016 hatte Deutschland schon mehr Waffen verkauft als im gesamten Jahr 2015. Das ist sehr problematisch. Und so weiter und so fort. Viele verdienen daran, dass es woanders auf der Welt, Unheil passiert. Das sichert Arbeitsplätze, das sichert Einkommen. Das braucht die Wirtschaft, um eben diesen Entwicklungsstand zu bewahren, unter anderem. Sagen wir, letztes Beispiel, es gibt eigentlich viele, aber wir verfügen ja nur, um 30 Minuten oder so. Vielleicht habe ich die Zeitspanne sogar schon überschritten. Noch nicht? Echt? Okay, noch 10 Minuten. Das ist sehr interessant. Dann gehe ich noch auf zwei. Punkte ein. Bei der Flüchtlingspolitik, das ist auch sehr gut. Ich sage das nochmal, ich komme aus Kamerun. Warum sage ich das? Ich komme aus Kamerun. Weil wir ein Land sind mit 25 Millionen Einwohnern, also viermal so wenig wie die Deutschen. Und dennoch haben wir auch bei uns um die 1 Million Refugees, Flüchtlinge, aufgenommen. Das heißt keiner, das wird niemand, der das Bruttoinlandsprodukt Kameruns ist ungefähr 30 Milliarden Dollar. Das ist nicht viel. Also selbst Bill Gates ist reicher als das Bruttoinlandsprodukt meines Landes. Der Haushalt der Bundesrepublik Deutschlands, also nicht das Bruttoinlandsprodukt, ich meine nur der Haushalt, ist etwa 10-mal so hoch wie das Bruttoinlandsprodukt Kameruns. Das Bundeswirtschaftsministerium, also die Bundesregierung, der Bundestag hat für das Jahr 2015 zum Beispiel einen Haushalt in Höhe von 316,9 Milliarden Euro beschlossen. Ja, das ist mehr als 10-mal mehr als das Bruttoinlandprodukt Kameruns. Wie kann es also sein, dass ein so armes Land wie Kamerun es auf sich nimmt, so viele Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, ohne irgendwas zu sagen, ohne dass die Welt davon erfährt? Weil alleine bei den Unruhen in der Zentralafrikanischen Republik haben wir 212, also das ist die EU-Kommission sogar, die diese Zahlen angibt, 212.000 Menschen allein aus diesem Land. Dann gibt es welche aus Nigeria, wegen Boko Haram, aus dem Kongo, wegen dem Krieg in Kivu und. Wie kann es also sein, dass ein Land, das mehr als 200-mal so arm ist wie Deutschland, etwa die gleiche Flüchtlingsanzahl auf sich nimmt, ohne sich zu beschweren, und dass die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt sagt, wegen 1 Million Einwohner, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, wie der José Hofer sagte damals aus Bayern. Das ist eben eine Frage, wo wir sehen, diejenigen eigentlich, die unter anderem verantwortlich sind für die Situation in diesen Ländern, sind nicht bereit, im gleichen Umfang das verursachte Unheil zu reparieren. Nehmen wir Libyen und Frankreich, eben Gaddafi galt mal als der Bösewicht schlechthin. Man sieht, dass die Situation nach ihm schlimmer ist, als er da war. Das heißt, das Problem war nicht er. Das Problem waren hinter den Kulissen verborgene Interessen, die sich jetzt die Interessierten gesichert haben. Und was mit der Bevölkerung passiert, ist jetzt Nebensache.
Schon 6 Jahre ist es her und es wird nicht besser. Es gibt kein Libyen mehr, es gibt drei offizielle Regierungen, dann Satellitenregierungen. Man weiß nicht mehr, wo man sich dahin bewegt. Eben aus dieser Perspektive, aus diesem Blickwinkel heraus, sollte sich Afrika vergegenwärtigen, dass eine afrikanische Lösung her muss, dass Afrikaner nicht mehr in solche Fallen tappen sollten. Die anderen, weil die Welt ist, besteht zwar aus Partnerschaften, aus Kooperation, aus Freundschaft, aber vor allem aus List, aus Klugheit, aus ideologischen Kriegen, aus ökonomischen Kriegen, aus Wettbewerb, so ist es. Bestimmt sind wir die Einzigen, die es noch nicht verstanden haben. Und deswegen sind wir immer nach wie vor die Verlierer, weil da ist kein Platz für den Zufall. Im Bereich jetzt zum Beispiel der Sicherheit möchte ich das Kapitel beenden, indem ich sage, dass der UN-Sicherheitsrat, weil wir gerade von den Waffen geredet haben, im UN-Sicherheitsrat sitzt, also im engsten Gremium sitzen 5 Länder, das sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Russland, China. Das sind eben, das ist die Top 5 quasi, ungefähr die Top 5, die Top 7, die größten Waffenhersteller, Waffenproduzenten, Waffenverkäufer. Es ist also kein Sicherheitsrat, sondern ein Unsicherheitsrat. So einfach ist es. Eben diese Länder, die keine Waffen produzieren, die nicht so aktiv verantwortlich sind für das alles, was wir gerade auf der Welt haben, die keine Atombombe gebaut haben, eben diese Länder haben kein einziges Land in diesem Gremium. Wie kann das sein? Also Afrika, 55 Länder und nicht mal ein Land, es ist der einzige Kontinent. Asien, zusammengenommen mit Australien, wenn wir wollen, hat China, Europa hat gleich 3. Frankreich, Großbritannien, Russland, wenn wir annehmen, dass Russland in Europa liegt, und Amerika auch zusammengenommen hat die USA. Afrika hat kein Land im UN-Sicherheitsrat, das ein Vetorecht hätte. Das heißt, alle Beschlüsse, die gefasst werden, um Lösungen für Afrika zu finden, werden getroffen, ohne das Zutun der Betroffenen. Das ist nicht normal. Wir sind nach wie vor bei der Berliner Konferenz von vor 200 Jahren, wo über das Schicksal Afrikas entschieden wurde, ohne die Afrikaner. Das ist ein weiterer Beweis, dass in diesem Kontext eine afrikanische Lösung eben her muss. Afrikaner müssen ihr Schicksal in die Hand nehmen und die anderen einfach nur dann einladen, wenn sie sehen, hier brauchen wir Partnerschaft, hier brauchen wir Kooperation mit den Deutschen, mit den Franzosen. Dann fragen uns die Deutschen, die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, was braucht ihr? Und dann sagen wir ihnen, wir brauchen dies und jenes und wir versichern ihnen auch, das springt auch für euch hier heraus. Weil es muss ja ein Handel, eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein, wo jeder irgendwas davon dabei gewinnt. Ja. So betrachtet, wir werden bestimmt bei der Diskussion eben versuchen, tiefer einzugehen auf die Alternativen, aber wie ich das präsentiert jetzt habe, ist im Sinne der Darstellung von Frantz Fanon, der sagte, die Afrikaner begehen einen Fehler, wenn sie eben den gleichen Entwicklungsweg einschlagen wie die Europäer, weil Afrika hat seine Realität. Das Beispiel der Sprachen wurde gerade erwähnt. 60 Sprachen in Burkina Faso, in Kamerun ist es noch schlimmer. Es sind um die 300 Sprachen allein für das Land. 300 Ethnien. Das heißt, wenn man mich fragt, was ist deine Muttersprache und ich sage, das ist Eton, dann sagt er mir, das ist aber doch Dialekt, oder? Ich meine deine Muttersprache. Man weiß nicht, auf welcher Basis andere, also manche Sprachen als Dialekte bezeichnet werden und andere als Sprachen. Es ist einfach eben diese Konstellation, wo eine Seite beschlossen hat, wir sind der Maßstab und die anderen müssen folgen. Und schlimmer, wo die andere Seite eben einfach so eingewilligt hat und gesagt, okay, du hast recht, du bist der Maßstab. Aber eine Einwilligung, ein freier Wille war das nicht so ganz, weil während der Kolonialzeit, während der Kolonialisierung haben alles verloren. Um ein Volk zu gewinnen, brauchst du nicht so viele Menschen wie möglich zu töten, um die Menschen zu erschrecken. Du brauchst nur von der nächsten Generation an, von klein auf anzufangen, irgendwas anderes zu lehren. Deswegen lernen wir bei uns Französisch, sodass wir uns wegen der eigenen Muttersprache sogar schämen. Wobei ich als Kameruner habe den Vorteil, dass ich unter anderem auf Deutsch, auf Französisch und noch auf Eton reden kann. Bei den meisten Deutschen oder bei den meisten Franzosen würde man eigentlich fragen, was würdest du eigentlich reden,
wenn du kein Deutsch jetzt hättest, die Antwort wäre, ich würde bellen wie ein Hund, weil ich hätte keine Alternative. Das ist der Unterschied. Es ist eigentlich eine Bereicherung. Wir als Afrikaner sollten stolz darauf sein, auf das, wofür wir uns jetzt schämen. Das ist hier problematisch. Naja, eigentlich kann man für also ein Leben lang darüber diskutieren. Wir kommen von weit her, deswegen haben wir auch so viel zu erzählen. Aber es ist jetzt auch Zeit für den Austausch und da kann man vielleicht noch auf etwas eingehen, was nicht berücksichtigt wurde. Ich danke Ihnen in diesem Sinne. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Vortrag. Es war ja, ein beeindruckender Vortrag. Ich möchte euch gerne nochmal fragen, welche Konzepte, welche Ideen, welche Akteure ihr gerade in euren jeweiligen Ländern seht, die euch tatsächlich so ein Hoffen stimmen und für die ihr auch das Gefühl habt, das sind auch wichtige Konzepte, die eben auch hier in Europa gehört werden müssen. Vielleicht nochmal darauf einzugehen. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, was individuell oder als Bewegung oder? Ja. Nein, da werde ich lieber über Bewegung sprechen, nicht als Person. Wir haben ja in Burkina Faso die Bewegung Le Palais Citoyen. Auf dort ist die Bürgerbesen, die Revolution erfolgreich 2014 geführt hat. Das war natürlich nicht die einzige Bewegung. Da gab es auch andere Bewegungen, so wie die Bewegung gegen das teuerste Leben, die Bewegung zum Beispiel gegen diesen Landraub und so weiter und so fort. Also wir haben schon viele unterschiedliche Bewegungen. Aber der eine, der wirklich sozusagen die Menschen, die Jugendlichen gewonnen hat, war unsere Bewegung Le Palais Citoyen, die auch ich von hier aus, sag ich mal, von Deutschland aus auch gehöre. Und ja, aber ich knüpfe ein bisschen mit dem Persönlichen, wie ist das zum Beispiel zustande gekommen. Es war ja schon so, dass wir schon, es war ja spürbar, dass in Burkina Faso eine Veränderung kommen muss. Also die Menschen waren schon sozusagen in einer Situation, die fast zum Explosieren war. Blaise Compaoré war einfach die Regierung, also es ist nicht nur die Person Blaise Compaoré, das gesamte System, ja, war einfach unerträglich. Ja. Wir haben in dieser Situation gedacht, ne, wir nehmen nicht eine von den alten Bewegungen, sondern wir gründen eine neue Bewegung, um die unterschiedlichen Bewegungen zusammenzubringen für eine richtige Revolution. Da ist sozusagen Le Palais Citoyen zustande gekommen. Und die Initiative, beziehungsweise diejenigen, die entscheidend die Bewegung geprägt haben, war eigentlich zwei Musiker. Das war auch eine sehr gute Strategie, die wir auch sozusagen gehabt haben in Burkina Faso. Nämlich, das hat eigentlich die Regierung überrascht. Es ist nicht die gewöhnlichen Personen, Aktivisten oder Politiker, die man sagen kann, ja, die sind sowieso schon in diesem Bereich, sondern es waren einfach zwei Musiker, die man sich nicht vorgestellt hat, dass die sowas durchführen können. Und die haben die Jugendlichen mobilisiert. Die sind selber auf die Straße gegangen. Die sind eigentlich ja, Idol sozusagen von vielen Jugendlichen. Die sowieso viele Jugendlichen wollen mit denen zumindest ein Hallo sagen. Und das war die gerade, die auf die Straße stehen und sagen, komm, kämpfen wir zusammen. Ja? Und das war sozusagen eine positive, ja, sag es mal, Anmaß sozusagen. Und wir haben innerhalb von 3 Tagen die Regierung abgesetzt. Aber wichtig ist, wir haben die Regierung eine Botschaft gegeben, indem wir gesagt haben, wir werden euch von
unten, ja, euch da oben kontrollieren. Und das hat die Regierung verstanden, weil die Botschaft war ganz deutlich zu sagen, wir sind noch da. Wenn ihr sozusagen einen anderen Weg nehmt, der uns nicht passt, sie werden uns wiedersehen. Und die wissen ganz genau, wie entschlossen, ja, die Bewegung auch ist. Wenn heute zum Beispiel die Bewegung sagt, zum Beispiel in Ouagadougou, wir gehen draußen wegen das, da sind die Jugendlichen bereit. Das ist eine positive Sache, die man auch hier in Europa sozusagen noch viel lernen kann. Ja, ich kann mich nur da anschließen und sagen, die Sache ist auf kollektiver Ebene zu betrachten, weil das Christentum und der Islam, die uns gelehrt wurden, das sind ja ursprünglich keine afrikanischen Weltanschauungen. Die haben uns an den Gedanken eines Messias gewohnt. Jemand kommt und bringt die Lösung für uns alle. Und es herrscht Frieden, Vögel zwitschern, der Himmel ist blau und so weiter und so fort. So kann es nicht passieren bei der Entwicklung, also für die Zukunft, für die wirtschaftliche, politische, soziale, industrielle Zukunft des Kontinentes. Wir brauchen eher ein kollektives Bewusstsein. Wir brauchen die Menge. Ich möchte sagen, ich liebe Burkina Faso. Nicht gerade deswegen, weil jemand gerade aus Burkina Faso ist. Auch nicht, weil am 15. Oktober der 30. Todestag des Thomas Sankara, also der Todestag des Thomas Sankara zum 30. Mal jährt, sondern auch eben, weil die Bevölkerung gleich zweimal das gezeigt hat, dass sie verstanden hat, dass afrikanische Probleme hauptsächlich afrikanische Lösungen benötigen. Weil wir hatten am 31. Oktober 2014 den Sturz des Compaorés. Und dann versuchte dann ein General von ihm, Gilbert Yenderi, nochmal die Macht an sich zu reißen nach einem Putsch, weil die Übergangsregierung, also vor den anstehenden Wahlen, hieß es, die Regierungsgarde wird aufgelöst und neu zusammengesetzt. Und diejenigen, die ihre Privilegien da früher hatten, sahen die Gefahr kommen und dachten sich, wir werden also alles verlieren. Nein, das kann nicht sein. Und versuchten dann diesen Putsch, der aber auch misslang. Und das brauchte das Land vielleicht, um eben zu sehen, dass mit dem Sturz des Compaorés war kein Zufall, das war keine Blitzerscheinung, das ist ein Dauerzustand. Die Bevölkerung hat jetzt verstanden. Wenn wir einen Messias bräuchten, dann bräuchten wir viele Messias, darunter auch Thomas Sankara. Aber dann bräuchten wir nicht sie als Personen, sondern ihre Gedanken. Weil Thomas Sankara starb vor 30 Jahren, aber heute ist er lebendiger denn je. Alle reden von ihm. Ich war vollkommen baff, auf Hochdeutsch gesprochen, als ich die Einladung bekam von der Gemeinschaft aus Burkina Faso. Vielleicht weiß er das selbst nicht, aber ich wurde eben eingeladen von seinen Landsleuten für eine Konferenz, für einen Austausch am 15. Oktober in Hamburg. Und deswegen... Er ist noch lebendiger als viele Präsidenten, die jetzt gerade sind. Er ist die Verwirklichung des Gedanken. Wir sollten uns unsere eigenen Begrifflichkeiten aussuchen, wir sollten uns unsere eigene Weltanschauung aussuchen. Das Problem ist meistens, aus deutscher Sicht zum Beispiel heißt es, ja, die Afrikaner müssen ihre Diktatoren loswerden und dann wird es nach vorne gehen, nach oben gehen. Das Problem, schaut man sich die afrikanische Geschichte an, im Detail stellt man fest, dass alle, die eigentlich im Sinne dieses Rats gehandelt haben, ein böses Ende hatten. Weil es heißt jetzt zum Beispiel aus Kamerun, jemand sagt mir, naja, Paul Biya, der macht gar nicht, er ist seit 34 Jahren an der Macht, er ist ein Diktator und so weiter und so. Ich stimme dem voll und ganz zu. Daran liegt nicht das Problem. Also ich persönlich mag den Biya nicht, wobei ich eine Klammer öffnen kann und sagen, auch in Deutschland kann man für immer gewählt werden, bis zum Tod, auf ewig quasi. Wir haben jetzt gerade den Beweis gehabt, in 5 Jahren sind es 17 Jahre, das ist jetzt schon mehr als bei vielen afrikanischen Machthabern. Darunter auch Roch Kabore aus Burkina Faso, der ist erst seit 3 Jahren da. Also er könnte der Merkel sagen, naja, es ist schon eine Ewigkeit, dass du da bist, es wird Zeit abzutreten.
Aber wir machen mal diese Klammer zu und sagen, ich nehme meinen Patrice Lumumba aus dem Kongo, er starb dann im Januar 1961, ich nehme dann Olympios und Togo, er starb dann auch im Januar, irgendwie sterben die alle im Januar, 1963 war das. Und das waren alle, die eben diesen Gedanken hatten. Das waren keine Diktatoren, das waren demokratisch gewählte Leute, wie zum Beispiel Salvador Allende in Chile, der auch durch einen von der CIA organisierten Putsch sein Leben verlor zugunsten von Augusto Pinochet. Jetzt in Afrika haben wir eben diesen Präsidenten, der gesagt hat, diese Währung, die die Afrikaner benutzen, die aber von den Franzosen kontrolliert wird, das ist nicht gerecht. Ich versuche jetzt das eigene System zu entwickeln, eigene Währungen im Lande herzustellen, eigene Wirtschaft, eine lokale Wirtschaft mit einheimischen Zügen aus dem Boden zu stampfen. Und er wurde dann umgebracht im Folgejahr, 2 Tage vor der offiziellen Einführung dieser Währung. Wer an den Zufall glaubt, der mag daran glauben. Patrice Lumumba auch verlor sein Leben weniger als 6 Monate nach seiner Ernennung zum Premierminister des Kongo, weil er sagte, all diese Minen, die sich die Belgier angeeignet haben, das gehört sich nicht, das gehört den Kongolesen und so wird es auch geschehen. Dann haben wir auch der Sankara, der 2 Monate nach seiner Rede starb, weil im Juli sagte er, es kann nicht sein, dass ein Kontinent wie Europa, das uns so viel Unheil in Anführungszeichen oder auch nicht gebracht hat, Sklaverei, Unterdrückung, Kolonialisierung und so weiter und so fort, dass Europa sagt jetzt, die Afrikaner sind verschuldete Länder, das hat keinen Sinn. Also selbst die Rohstoffe, um dieses Glas hier oder um diesen Tisch herzustellen, das kommt so gut wie alles aus Afrika und das kriegen die Europäer quasi kostenlos zugunsten der Bevölkerung, weil der Preis zwischen einem Kilo Kaffee und die 20 Tassen Kaffee, zwischen einem Kilo Kakao und die 20 Tassen Kaffee, die man hier damit gewinnt, der Preis ist einfach, weil das kostet weniger als 1 Euro in der Elfenbeinküste, zum Beispiel kostet das ungefähr 1500 Franc, das sind ungefähr, ja wirklich, das ist ungefähr 1,50 Euro. Wobei am Frankfurter Hauptbahnhof, da wo ich gestern noch war, wo ich auf den Zug gewartet habe, kostete die Tasse Kaffee, zum Glück trinke ich keinen Kaffee, so gut wie kein, kostete schon eine Tasse Kaffee am Bahnhof 2,50 Euro. Das heißt, man erzielt riesige Gewinne und dann schafft man es dennoch, diese Länder, diesen Ländern zu sagen, ihr seid verschuldete Länder, ihr müsst Schulden zahlen. Und Thomas Sankara sagte dann, Afrika ist kein verschuldetes Land. Im Gegenteil, Afrika sollte den Europäern was abverlangen. Das Problem ist, Europa kann das nicht zurückzahlen, weil das ist eine Schuld aus Blut. Aus einer Menge Blut eigentlich. Und dann starb er eben 2 Monate danach, also vom 29. Juli, 15. Oktober, das sind 2,5 Monate danach. Das sind diese Diktatoren, das ist eine Weltkonstruktion, die von den anderen beschlossen wird und die passt nicht immer zu der unseren, weil alle unsere Machthaber, die eben keine Diktatoren waren, die wurden nicht gut geheißen, eben von diesen, die von uns verlangen, dass wir keine Diktatoren haben. Das ist ja problematisch. Deswegen brauchen wir eben dieses kollektive Bewusstsein, diesen kollektiven Gedanken, man muss die Masse erziehen, man muss der Masse eben dieses Wissen vermitteln, diese Weltanschauung, diese Gedankenweise, dass ihr als Kollektiv eine Lösung finden müsst für die Zukunft des Kontinentes, also global gesehen. Vielen Dank. Jetzt bitte ich euch um Kommentare, Fragen aus dem Publikum. Wollt ihr einfach laut sprechen? Das sind aber 2 Mikros. Das geht halt nicht. Oder möchtest du das Mikro? Ja, man hört das irgendwie. Ich brauche das Klapp schon. Das klappt so, ja. Ja, ich wollte nur das, was der Wilfried gesagt hat, unterstützen und sagen, die Hilfe, die heute stattfindet, von Europa immer in Richtung Afrika geht. Es geht immer wieder um Spende. Ja, wir geben ein paar Klamotten, wir spenden 1 Euro, wir brauchen das. Afrika braucht das, Afrikaner brauchen das, aber das reicht nicht. Das wird auch nie ausreichen. Es geht um diese Abhängigkeit, Beziehung, die man weiterbaut. Dass Afrika immer da hängt und heißt, wir brauchen Entwicklung in Afrika. Entwicklung heißt, die Fähigkeit, sich selbst zu entwickeln. Das braucht man. Klamotten braucht man, ja,
Aber das ist für mich nichts. Also ja, ein Bruchteil dessen, was man richtig braucht. Man braucht die Fähigkeit, unsere Bodenschätze selbst zu verarbeiten. Wir brauchen die Fähigkeit, unsere Industrien selber zu bauen und zu führen. Wir brauchen die Fähigkeit, Gold zu verarbeiten, Diamanten zu verarbeiten, Eisen zu verarbeiten, Erdöl selbst zu verarbeiten und Gas selbst zu produzieren. Das ist, was wir brauchen. Das ist das Wichtigste. Und ich, mein Wunsch, mein Traum ist es immer gewesen, diese Fähigkeit, diese Hilfe, diese Notwendigkeit rüberzubringen, dass europäische Regierungen, weil der einzige Bürger, der hat keine Ahnung, was da passiert, dass die Führungskräfte überall in Europa sowas verstehen. Vielleicht verstehen sie das sogar. Das ist immer meine Vermutung gewesen. Also Frankreich ist bei mir ist für mich immer das beste Beispiel, dass uns quasi diese Unabhängigkeit in die Hand gedrückt hat, in einem Zeitpunkt, wo wir das gar nicht brauchten, oder sie wollten, dass wir irgendwas bekommen, was wir nicht, sie haben gesehen, dass wir Unabhängigkeit brauchen und haben schnell alles beschleunigt und sagt, ja, ihr seid jetzt unabhängig und die richtige Abhängigkeit jetzt eingeführt. Also noch schlimmer als der richtige Kolonialismus. Das ist es. Also das, was ich vorher erwähnt habe, ist das, was Afrika jetzt braucht. Dankeschön. Ich möchte ganz kurz zu deiner wichtigen Anführung was sagen. Also wir brauchen diese Spenden, diese Kleidung und so weiter. Wir brauchen das nicht. Das sage ich ganz deutlich. Wir brauchen das nicht. Und die Fähigkeiten, wie du gerade angesprochen hast, das haben wir. Das sind in jedes Land in Afrika vorhanden. Wir brauchen nur uns befreien. Wir brauchen uns befreien, damit dass wir unsere Länder und was wir vorhaben, wirklich so umsetzen können. Zum Beispiel gerade, wir haben ja gerade über die Bewegung in Burkina Faso angesprochen. Gerade läuft ja diese Bewegung gegen das Franc-CFA, ja, diese Kolonialwährung, die noch sozusagen ein prägnanter Beispiel des bestehenden Kolonialismus heutzutage darstellt, dass 13 Länder noch geschwungen sind, zum Beispiel diese Währung zum Beispiel zu nutzen. Und wie viele Fonds auf diese 13 Länder in französischen Banken liegen. Ja? Also, die Fähigkeiten sind da, nur wir sind noch nicht frei und wir müssen unsere Länder befreien und unsere, Initiativen, um unsere Länder aufzubauen, wirklich umzusetzen. Sankara hatte damals gesagt, wir brauchen keine Hilfe, die uns abhängig macht oder die unsere Würde wegnimmt. Wir brauchen nur Hilfe, die uns selbst zu helfen. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr euer Wissen mit uns teilt. Mein Name ist Jacqueline, ich habe meine... Vielleicht gehe ich erst auf dich ganz kurz ein. Also du hast gesagt, wir brauchen irgendwie das Know-how, wir brauchen die Fähigkeiten, mit den Materialien zu arbeiten, die es vor Ort gibt. Das klingt ja alles ganz wunderbar, aber ich meine, wenn man Wallerstein folgt, dann weiß man halt auch, dass die Länder des Westens einfach super darin sind, ihr Know-how für sich zu behalten und andererseits die Technologien ständig zu entwerten, ja, und immer neue Technologien zu entwickeln. Und in dem Rennen kann man, glaube ich, nicht mithalten. Also so wird man keine Chance haben. Und deswegen ist es, glaube ich, das einzig Mögliche, sich auf seine Kompetenzen, auf seine Potenziale zu beziehen. Also das war so das eine, was ich sagen wollte. Und dann habe ich eine Frage zu Burkina Faso, weil ich habe 2010 meine Magisterarbeit geschrieben zu den sozial-ökologischen Auswirkungen von gentechnisch veränderten Organismen im subsaharischen Afrika. Und da war natürlich auch eins meiner Fuki. Ich weiß es nicht, also Burkina Faso habe ich mir angeschaut. Und wie ist es denn jetzt? Also das wäre so meine Frage, was mich interessieren würde, weil Burkina Faso war ja nun
maßgeblich auch Baumwollproduzent für die westlichen Industrien. Die haben zu fast 100% umgestellt auf gentechnisch veränderte Baumwolle. Es gab ein radikales Monopol, geregelt über Entkernungsanlagen an den Grenzen. Also die Menschen konnten eigentlich fast gar nichts mehr anderes anbauen. Wie sieht das jetzt aus? Wie ist eure Perspektive? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Es ist in diesem Bereich sehr viel getan worden. Aber positiv war in der Zeit von Thomas Sankara. Während Thomas Sankara, also davor, war ja so, dass die Franzosen zum Beispiel das Monopol, ich nehme das Baumwolle als Beispiel, das Monopol, das Kauf des Baumwolle aus Burkina Faso haben. Und Sie wissen, dass Burkina Faso ist einer der größten Baumwolleproduzenten von Afrika. Das ist immer zwischen Burkina Faso und Mali. Ja, wenn dieses Jahr Burkina Faso als der größte Produzent von Baumwolle ist, dann ist Mali als zweite. Und nächstes Jahr ist ja Mali als der größte, Burkina Faso ist als zweite. Das ist immer so. In diesem Zeitpunkt, diese französischen Konzerne, die die Baumwolle von Burkina Faso kauften, die diktieren auch den Preis. Die kommen und sagen, wir kaufen den Baumwolle so viel. Und zwar einen Preis, dass die armen Bauern nicht damit leben können. Ja? Und damals war Thomas Sankara ist an die Macht gekommen und hat er gesagt, nein, jetzt wird eine neue Handelspolitik laufen. Und hat die französische Regierung in Burkina Faso eingeladen und der neuen Politik, Handelspolitik, denen vorzustellen, in der wir die klar und deutlich gesagt hat, wir haben keine großen Möglichkeiten, zum Beispiel wir produzieren keine Peugeot oder so, ja, und bei uns ist Baumwolle auch unsere Peugeot. Wenn ich nach Frankreich komme und Peugeot kaufen möchte, ihr sagt mir, wie viel es kostet. Also ab heute, wenn ihr den burkinischen Peugeot kaufen wollt, dann sagen wir genauso, wie viel es kostet. Und was hat aber damals die französische Regierung getan? Die haben die Baumwolle von Burkina Faso natürlich nicht gekauft und die haben ein Boykott des Baumwolle von Burkina Faso im gesamten Norden hier organisiert. In diesem Zeitpunkt, also in die 80er bis fast Ende 80er, es gab kein Land im Westen, also in Europa, USA und so weiter, die Baumwolle von Burkina Faso gekauft hat. Das mussten wir sozusagen eine schnelle Lösung empfinden. Damals ist Thomas Sankara nach China und hat eine Fabrik nach Burkina Faso geholt und hat die Baumwolle sozusagen in Burkina Faso verarbeiten lassen und Kleidung produziert. Und ja, es gab natürlich auch dadurch einige undemokratische Entscheidungen, die für uns, die wir dafür auch waren. Zum Beispiel, dass es verboten war damals, dass die Beamten zum Beispiel mit europäischen Kleidung in die Ämter gehen. Ja, es war bei uns so und wir standen dafür. Ja, weil es war eine Antwort. Wir müssen immer sozusagen eine Antwort auf diesen Unterdrückungssystem auch geben. Ja, das hat eine positive Auswirkung gehabt. Natürlich nach der Ermordung von Thomas Sankara ist diese ganze wieder runtergegangen. Ja. Das Baumwolle ist ein Beispiel. Sie wissen zum Beispiel in Burkina Faso, nicht nur in Burkina Faso, sondern in vielen Ländern in Afrika, wir haben so viel Obst. Ja? Auch in diesem Zeitpunkt hatten wir Fabrik, also wir hatten das in Burkina Faso genannt, Savanna. Ja? Savanna war das Fabrik von Burkina Faso, die Säfte produziert hat. In diesem Zeitpunkt alle unterschiedlichen Obst, die wir in Burkina Faso haben, gab es Säfte. Ja? Das war auch toll. Ja? Das hat auch so viele Arbeitsplätze gegeben. Also Stichwort Know-how und so weiter und so fort. Ja? Und Initiative, das haben wir. Ja? Nachdem man Thomas Sankara ermordet hat, ja, alles diese wurde abgeschafft. Vom Druck aus.
Osteuropa. Ja? Und Blaise Compaoré hat das wieder sozusagen alles abgeschafft. Es gibt keine Savanne mehr, da gibt es keine Pasophanie. Pasophanie war die Fabrik, die die Kleidung produziert hat und so viele Arbeitsplätze auch geschafft hat und so weiter. Aber alles wurde sozusagen abgeschafft. Ganz kurz. Ist aber heutzutage, kommt das wieder zurück. Ja, das kommt wieder zurück. Du gehst heute in Burkina Faso, die Leute laufen sehr, sehr gerne am besten mit der burkinischen Kleidung. Ja, also die, auf die Straße, auf die unterschiedlichen Feste und so weiter. Kleidung, die man gerne sozusagen zeigen möchte, das sind sozusagen die burkinischen Kleidung, die in Burkina Faso verarbeitet, also produziert wurde, verarbeitet und getragen wird. Das ist sozusagen, das sind Ansätze, die man denkt, also die sind kleinen, aber die sind, die haben eine sehr große Auswirkung. Ja, auch wenn es wirklich sehr spannend ist, sehe ich schon, dass sich draußen die Leute für die nächste Veranstaltung hier sammeln. Genau, da wir so spät angefangen haben. Deswegen, es tut mir total leid, jetzt, dass ich die Veranstaltung jetzt abschließen muss. Ich bitte euch nochmal um einen letzten Kommentar, einen letzten Abschlusssatz, den ihr gerne noch sagen wollt. Und dann müssen wir leider zu den nächsten Veranstaltungen weiter diskutieren, hoffen. Ja, also der Begriff wäre einfach nicht der Nationalstolz, sondern mindestens der Identitätsstolz. Ich muss sagen, ich bin mit dem ICE nach Leipzig gefahren. Das ist ein besonderes Modell, ein ICE-T. Der Unterschied zwischen diesem Modell und dem ICE-3 zum Beispiel ist die Neigetechnik. Irgendwie sind die Kurven ein bisschen enger, wenn man von Frankfurt am Main nach Leipzig fährt, als von Frankfurt nach, keine Ahnung, Hamburg, wo man praktisch eine gerade Linie hat. Und das verwirklicht die deutsche Kompetenz, die deutsche Stärke im Bereich Technologie. Und ich bin mir bewusst, dass die Deutschen es nur deswegen zustande gebracht haben, weil sie dieses Bewusstsein haben, dass sie deutsch sind, dass Deutschland ihr Land ist und dass Deutschland auch sich etablieren muss, also bestehen muss auf Weltebene, auf der Weltbühne. Man freut sich, wenn man weiß, als Deutscher, ja, deutsche Herstellungen sind sehr beliebt weltweit. Und deswegen, damit wir das auch schaffen in Afrika, brauchen wir eben den gleichen Nationalstolz. Das ist der Zusammenhang zwischen dem Beitrag meines Freundes und dem, was präsentiert wurde. Wenn wir eben all dieses Wissen haben, wenn wir wissen, dass wir Afrikaner sind, dann werden wir nicht mehr Baumwolle produzieren für den Export und dann wieder Klamotten importieren, was auf Hochdeutsch einfach Schwachsinn ist, sondern lokal eben diese Klamotten herstellen, die wir brauchen und in allen Bereichen auch wie Erdöl, also einfach alles verarbeiten, was für den Eigenbedarf, um eben uns zu etablieren, um eben, damit die Welt auch weiß, ich als Kameruner, ich als Algerier, ich als Afrikaner so allgemein, ich habe dies und jenes Talent. Das Talent ist vorhanden, ging nur eben verloren, weil die Afrikaner durch diese fremde Erziehung, fremdes Bildungssystem ihre Identität verloren haben und tatsächlich überzeugt sind, dass sie von sich aus nichts können. Das wäre so mein Schlusswort. Jetzt übergebe ich an den Partner. Danke dir, Bro. Für mich ist alles Schlusswort, einfach ganz kurz, weil die Nächsten, die drängen auch ein bisschen. Das wichtige Punkt, ist zum Schluss bringen möchte, ist die Solidarität. Das wissen die unterschiedlichen Bewegungen. Das fehlt. Es reicht nicht, dass wir hier auf der Straße die internationale Solidarität schreien und das aber nicht erleben. Ja, und leider, wir erleben es nicht. Die Bewegung, die wir zum Beispiel in Burkina Faso haben, wie viele Unterstützung haben wir auf der unterschiedlichen Bewegung hier in Europa erfahren? Wenig. Null. Ja? Und ich denke, wenn wir wirklich glaubwürdig in unsere Aktivismus und unsere Bewegung sein wollen, müssen wir das nicht nur in Wörter nur halten, sondern wir müssen es erleben. Vielen Dank.